Gemeinsam laufen, wo andere Urlaub machen. Das ist der Salzburger Businesslauf, der den Sport und die Wirtschaft vereint. Die notwendigen Voraussetzungen für den Sport kann man 1:1 auch in der Wirtschaft umlegen. Um die notwendige Strecke optimal in Angriff zu nehmen, ist Vorbereitung notwendig. Das Training beginnt schon meist Monate zuvor. Ja, es ist einfach ganz lustig. Wir haben jeden Dienstag ein Lauftraining, was gesponsert wird von der Firma her. Und das ist ziemlich klasse, weil es einfach das Team bildet. Und ja, wir sind verschiedene Altersgruppen dabei und es macht einfach viel Spaß. Naja, die meisten bereiten sich körperlich vor. Es gibt aber auch Starter, die Vorbereitungen eher gedanklich durchspielen. Und wenn man die Strecke kennt, dann stellt das auch kein Hindernis dar. Ja, gedanklich über das ganze Jahr. Ich habe eigentlich täglich daran gedacht. Nein, wir haben gerade einen Marathon gehabt, an Aufsichtsratssitzungen. Ich habe leider nicht viele Möglichkeiten gehabt. Aber ich habe schon so oft gemacht, ich kenne schon die Strecke und da laufe ich halt. Nein, ich muss gestehen, eigentlich gar nicht. Tatsächlich war mein letzter Lauf der Businesslauf 2017. Aber ich arbeite daran, dass es nicht der Run 2019 ist, der dann der nächste ist. 2018 dreht der Businesslauf zum zweiten Mal seine Runden in der malerischen Kulisse der Salzburger Altstadt. Laufen auf historischen Pfaden. Für die Läufer ein absolutes Highlight. Der Sport hat sehr gut funktioniert, das heißt, die Strecken waren alle gut zu belaufen. Es hat keine gröberen Unfälle gegeben, die Stimmung war großartig. Die Leute feiern jetzt. Also jetzt hoffen wir nur, dass das Wetter noch aushält, dass alle gut nach Hause kommen, aber es hat super funktioniert. Das Ziel hinter dem Businesslauf ist es, die Mitarbeiter über den Sport zusammenzuführen. Es fördert die Gruppendynamik und hält die Mitarbeiter fit. Es läuft zwar jeder für sich, aber am Ende zählt die Gruppenwertung. Sport verbindet, Sport motiviert, es bringt die Mitarbeiter zusammen und ich glaube, das ist auch das Ziel von allen. Ja? Letztendlich man hat gesündere Mitarbeiter, man hat ein Team, das sich ein Ziel setzt und es erreichen kann und darum geht es und das macht unheimlich Spaß. Für die rund 4000 Hobbyläufer ist das Ziel, die knapp 6 Kilometer lange Businesslaufstrecke zu bewältigen. Mit Start und Ziel am Residenzplatz geht es durch die Flaniermeilen der rechten und linken Altstadt. Unvergesslich wird den Startern sicher der Ausblick vom Mirabellgarten hinauf auf die Festung Hohensalzburg bleiben. Ja, einfach durch das barocke Juwel der Altstadt laufen wir schon beeindruckend. Wir haben die ganzen Kirchen da, durch Mirabellgarten, Doremi-Brunnen, also es ist einfach eine fabelhafte Kulisse. Immer wieder schön. Aber nicht jeder flaniert durch die Altstadt. Für den AK-Präsidenten Peter Eder ist es die abwechslungsreiche Streckenführung, die ihn so begeistert. Wir sind eine Stadt lieber wie ein Rief, weil man hier viel Abwechslung, viele Kurven hat. Und auch für das Haug, nicht den langen Tunnel. Es war super, aber es ist halt so, man sollte doch mehr trainieren, wenn man den Ehrgeiz aufbringt und davor mitlaufen will. 400 Läufer gibt es noch, die es wissen wollen. Sie haben sich für den Q-Trail entschieden. Knapp 11 Kilometer geht die Strecke mit 300 Höhenmetern über die Salzburger Stadtberge. Bei 600 Stufen schmerzen die Oberschenkel. Da wünscht man sich schon mal das Q von Hauptsponsor Audi. Ich habe mich für den längeren Lauf entschieden über die schönen Salzburger Stadtberge. Es war ein sensationeller Lauf und perfekte Organisation. Ich glaube, alle sind gut drauf. Das ist ein Erlebnis, einmal was anderes, aber ich habe schon sehr gerne die Pferdestärken unterm Hintern. Das war er, der Businesslauf 2018. Und dieses Mal hat auch der Wettergott mitgespielt.